Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ihr seht es schon an der fehlenden Verpackung, ich habe mal wieder einen China-Eigenimport für euch mitgebracht. Und zwar dieses Mal ein Set von Kasi. Wir haben hier schon mal die ganzen Steine dazu liegen. Über die Qualität der Steine reden wir dann, wie immer, wenn es soweit ist. Und zwar eben während bzw. nach des Baus, wenn man auch wirklich etwas über die Steinequalität sagen kann. Und unter den Steinen sehen wir auch direkt, welches Set sich hier hinter verbirgt. Und zwar ist es von Kasi, die KJ6104. Er stellt einen Formel 1 Wagen dar, der von Mercedes stammt. 340 Teile hat dieses Set und es ist aus der Project D-Reihe. Ihr seht es schon an den Sponsoren, offiziell lizenziert ist das Set aber leider nicht. Wenn das Set dann fertig aufgebaut ist, rede ich mit euch auch nochmal darüber, was ich denke, was es genau für einen Mercedes Formel 1 Wagen darstellen soll. Das Besondere bei diesem Set ist, wir haben hier für 13 Euro im Eigenimport den Formel 1 Wagen und ein Pullback-Motor dabei. Der Pullback-Motor ist jetzt auf den ersten Blick keine hochqualitative Sache, aber ich denke, für so ein kleines Set reicht der alle Male aus. Und dann haben wir natürlich noch die Anleitung. Die ist klammergebunden aus einem hochwertigen Papier. Auf der Rückseite sehen wir auch nochmal, dass wir die schwarzen Reifen durch blaue austauschen können. Den Sinn dahinter verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. In der Anleitung ist es so, dass bereits gebaute Sachen vollständig ausgegraut werden und dann die neuen Teile, die angebracht werden, in Vollfarbe dargestellt sind. Und insgesamt haben wir 73 Bauschritte bzw. 72 je nach Reifenart auf 33 Seiten. Und ich habe hier auch nochmal eine Teilliste für euch. Hier könnt ihr euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessieren sollte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Formel 1 Wagen, der für 13 Euro scheinbar ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bringt. Gerade noch mit dem Pullback-Motor. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und dann sehen wir uns gleich entweder während des Baus wieder, wenn es etwas super Wichtiges zu zeigen gibt, oder mit dem fertigen Formel 1 Wagen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und ihr seht schon, viele einzelne Steine, aber fast nichts gebaut. Nur diese kleine Basis hier und ein wenig was am Rückziehmotor und da passen die Teile nicht mal farbmäßig. Was ist hier denn los? Und der Grund dafür ist, dass ich den Bau an dieser Stelle hier abbrechen werde. Ich habe jetzt um die 250 Sets gebaut und zwei davon abgebrochen und das hier wird leider das dritte. Denn irgendwann ist die Grenze des guten Geschmacks einfach erreicht und hier ist es soweit. Wir haben, wie schon bei dem beleuchteten Kasi-Fahrzeug, wieder einen fehlenden Sticker auf dem Stickerbogen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, gerade bei so einem Formel 1 Wagen, was ja über die Sticker fast schon definiert wird. Aber darüber hätte ich noch hinwegsehen können. Dann habe ich weitergebaut und eigentlich braucht man in diesem Fahrzeug 9-mal diese breiten Achsstopper hier. Die kennen wir alle. Und die sollten 9-mal in schwarz hier drin sein, laut der Teileliste. Ihr seht schon, die ich euch gezeigt habe, sind grau oder der weiß. Das liegt daran, dass hier nicht ein Achsstopper drin ist. Nicht mal in grau, nicht mal in weiß, nicht in schwarz. Hier ist nicht einer von diesen breiten Achsstoppern drin. Alle fehlen. Da habe ich die dann zusammengesucht, damit ich an diesem Motor hier wenigstens etwas ranbauen kann und es weitergehen kann. Aber im dritten Bauschritt bin ich genau hier hingekommen. Denn auch hier haben wieder Teile gefehlt. In diesem Set sollten eigentlich 9 einmal einer schwarze Fliesen sein und 9 einmal einer kleine Plates. Nicht eine ist drin. Und insgesamt bin ich jetzt bei 50 Fehlteilen, die mir zum dritten Bauschritt aufgefallen sind. Irgendwann, wie gesagt, die Grenze des guten Geschmacks ist erreicht und ich bin erstmal mit Kasi ein Stück weit fertig. Klar ist es Eigenverantwortung, wenn man es im Eigenimport aus China kauft. Aber da passiert es vielleicht mal, dass ein Stein verformt ist oder ein Stein fehlt und das ersetzt man dann gerne, das ist okay. Hier aber jetzt im dritten Bauschritt fehlen schon 50 Steine, die ich bemerkt habe, bis zum dritten Bauschritt und es sind wahrscheinlich noch viel mehr. Irgendwann ist Schluss und der Punkt ist jetzt bei mir hier erreicht, dass ich das Ganze nicht weiterbaue. Ich werde das natürlich dem Verkäufer so melden und werde auch unter diesem Video Updates bringen, ob das etwas gebracht wird und ob mir etwas zurückerstattet wurde oder etwas zugesendet wurde. Ich denke, dass hier eine gesamte Tüte gefehlt hat und das ist, denke ich, eher ein Fehler vom Shop. Aber dass jetzt schon zum zweiten Mal beim Stickerbogen ein Sticker fehlt und das immer bei Kasi, ist doch schon ein merkwürdiger Zufall. Wir werden es in Zukunft wieder rausfinden, aber dieses Set wird jetzt leider
erstmal nicht gereviewt. Denn ich kann es schlicht und ergreifend nicht fertig bauen. Wenn ihr natürlich dieses Set trotzdem nochmal in einer Review sehen wollt, dann schaue ich, dass ich die fehlenden Steine irgendwie besorge und baue es nochmal für euch. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das Ganze überhaupt interessiert hätte. Wenn ihr sagt, es hätte euch sowieso nicht interessiert, dann wird das leider hier so stehen bleiben müssen. Und das finde ich sehr schade, denn gerade solche Technik-Bricks sind Steinchen, die man auch gut gebrauchen kann. Ich hoffe, ihr habt in letzter Zeit bessere Bauerlebnisse gehabt. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr dieses Set besitzt, mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und ob ihr auch ähnliche Probleme hattet. Und ihr könnt dem Video trotz allem gerne einen Like und ein Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.